damit hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu EA Sports Football Club. Wir wollen ein Kader-Update bekommen. Ich bin auch sehr gespannt auf die neuen Karten, die wir jetzt gleich kriegen. Pass mal auf. Dreifache Gefahr. Dreieck aufzubauen ist Teil der Fußball-DNA. In Triple Threat kannst du mit Triple Threat, Spielerobjekten und Heroes eigene Vereinsdreiecke zwischen aktiven und früheren Fußballstars aufbauen. Triple Threat, Spielerobjekte und Heroes sind während der Kampagne in Packs sowie durch ausgewählte SBCs und Aufgaben erhältlich. Zum Start von Triple Threat erhältst du außerdem ein seltenes Goldspielerpack mit 383 Plus Spielern. Scanne den QR-Code für weitere Infos. So, FC Pro Open. Ja gut, das ist... So gut sind wir nicht. Momovember. Zeigen die Saison mit Movember dann Unterstützung für die gestrige Gesundheit von Männern. Verdienen die Movember-Sammlung jetzt in EP-Rang. Das ist okay. Ja, haben wir sowieso schon freigeschaltet. Wir haben 1000 schon erreicht. So, dreifache Gefahr. Meine Nachrichten anzeigen. Jetzt pass mal auf. Können wir da sehen, wer was ist? Nee, oder? Natürlich nicht. Immer noch nicht. Schande. Mo Salah. Premier League Man. Player of the Month. Ach du Scheiße. Das ist natürlich heftig. Martinez, Serie A, Team of the Week haben wir auch noch, Grimaldo mit 87, geisteskrank. Touré, Grealish, Greenwood, ja, das, ich befürchte, dass Triple Threat ein Event werden könnte, was richtig krass wird. So, Movember natürlich, den nehmen wir mit. Ich habe noch für uns Jordan Huitema gebaut, ganz einfach, wir haben die Werte von ihr angeschaut und als Einwechselspielerin, finde ich gut, Absolut geisteskrank. Also richtig krasse Karte. Ich hoffe, sie gewinnt am Sonntag mit Seattle gegen New York, beziehungsweise New York, New Jersey, Gotham. Normalerweise im letzten Spiel von Megan Rapinoe sollte es kein Problem sein. Da kriegt sie hier nochmal plus 1 gesamt obendrauf. Das heißt wahrscheinlich 89 Tempo, 86 Schuss, 80 passen und dann ist es eine richtig krasse Karte. Deswegen haben wir sie auch genommen. Go Beyond the Banter. Dia de Muertos Trikot und Movember Sammelobjekte ab an die Mannschaft. Jawohl, sonst haben wir hier nichts. Doch. Megapack. Die Econ mit Twitch, um ein Draft-Poken und Pack-Boni zu halten. Jawohl, das haben wir uns abgeholt. Und obendrauf gibt es eben diesen Draft-Poken noch. Draft-Token. So. Live, da haben wir eigentlich nichts mehr. Oh, James Madison. Nett. Neun Tore mit englischen Profis, das ist machbar. Das ist nicht machbar. Hurricane Tagesmatch. Dreifache Gefahrjagd. Dia de Muertos. Okay, sonst haben wir hier noch nichts freigeschaltet. Und auch hier hinten ist nichts, was irgendwie auf uns warten könnte, wo wir uns noch was holen könnten. Ich muss echt überlegen, ob wir das, ob wir das Ganze nicht vielleicht deinstallieren, nochmal neu installieren, weil das kann ja nicht sein, dass das ständig falsch angezeigt wird. Das geht ja nicht. Bin hier auch nicht freigeschaltet. Jetzt gehen wir da raus und es sind immer noch 7 Dinger frei. Und es werden immer mehr und nicht weniger. Kann ja nicht sein. So, Rivals. Da müssen wir uns natürlich was abholen. Da nehmen wir wieder ein paar Päckchen mit. Freut uns immer sehr. So. Da geht es dann morgen weiter bei Rivals. Squad Battle. Haben wir Squad Battles gespielt? Ich glaube nicht. Ne, haben wir nicht gespielt. Verein. Gnabry können wir wieder raustun. Ich glaube... Der Zug ist abgefahren und das lohnt sich auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Sehe ich nicht. Das müssen wir irgendwann nochmal angehen, das Thema. Oh, Dortmund. Oh ja, klar. Hier 86. Können wir Rain damit auf die Bank nehmen. Das Thema gehen wir irgendwann nochmal an, wenn ich sage, okay, pass auf. Es ist... Wie soll ich sagen? Es ist ein Spieler, der in der ersten Mannschaft spielt, der sowieso spielt, dann nehmen wir das mit. Wenn nicht, dann nicht. Und Rain hat sich auch ordentlich verbessert. Halleluja. Na gut, Dortmund hat zweimal gewonnen. Zwei Spiele haben es noch, das heißt, sie könnte gleich noch auf 88 gehen. Das wäre natürlich fancy. Götze 89 mittlerweile. Gönne zwei verbleibende Partien. Achso, nee. Okay, zwei verbleibende. Ja, die hat er schon. Plus 1. Und jetzt für die K.O.-Runde der UECL wäre nochmal plus 1.
Das wäre natürlich heftig geil. 90 Götze. Hallo. Muss ich eh schon sagen, Coman ist schneller als Götze, aber alles andere ist er halt auch schon wieder weg, ne? deswegen, ja, müssen wir mal schauen. Rainer haben wir auch noch. Ja, Gnabry hätte ich gerne auf, wie gesagt, hätte ich wirklich gerne versucht, dass wir den hochleveln. Soll nicht sein. Soll nicht sein. Also schauen wir jetzt einfach mal, dass vielleicht bei den Evolutions heute was dabei ist, wo wir sagen, ja, ist nice. Centurions Torejagd. Na gut, das haben wir schon gesehen, da ist der Draxler mit dabei. Centurions Verteidiger. Aber da haben wir halt auch keinen. Mittelfeldprofi. Ja gut, da hätten wir halt Lorente, ne? Oder Tchouaméni. Wo ich sagen würde, 150.000 oder 2.000 und BAM 87. Ja, wäre nice. Selbige gilt für Tchouaméni. Aber Lorente wäre halt die krasseren Werte. Also das ist halt schon. Aber die offensive Mitte noch. Da könnte man halt Sidney Lohmann hochpushen auf 86. Aber dann trotzdem nicht unbedingt die Werte, wo ich sage, boah, hammergeil. So. Was haben wir hier? Centurions Upgrade. Habe ich keinen Spieler. Ah, die Werte eines Centurions Profis. Oh. Das ist natürlich krass. Müssen wir mal schauen. Was haben wir jetzt hier? Dreifache Gefahr AV Profi. Haben wir da irgendjemanden? Ja, Julia Gwynn. Holy Camoli. Bleibe bei 3 Siegen in Squad Battles ohne Gegentor. Boah. Ohne Gegentor ist natürlich schon heftig. Wäre aber wieder eine krasse Karte einfach. Aber die steht im Moment nicht mal im Aufgebot drin, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wie gesagt, da haben wir ja Gnabry reingestellt. Aber das müssen wir uns echt merken, wenn wir sowas machen, dann wirklich nur noch bei Stammspielern. Also Koke, was haben wir vorhin jetzt gesagt, Tchouaméni oder Lorente zum Beispiel. Wirklich, wo du sagst, okay, der spielt die ganze Zeit durchgehend, da macht es Sinn. Bei allen anderen macht es keinen Sinn. Müssen wir halt einfach mal so hinnehmen jetzt, dass es so ist. So, Profi-Statistik, da kommt nichts mehr. Dann haben wir die SBCs. Was ist denn da drin heute? Haben wir da irgendwas, wo ich sage, wow, nice. Ledley King. Nee. Mitch Purse, da können wir das Gegenstück zu Jordan heute mal noch machen. Aber die ist bei weitem nicht so gut. Bei weitem nicht. Marta ist zu viel, Son zu teuer. Okay, mal kurz festhalten, für eine 88er Spielerin. Die Werte sind Wahnsinn. Die RM und LM auch noch spielen kann. Allein für die Bank. Ist das schon eine krasse Nummer? Vor allem 85 Gesamt oder höher, Teamgesamt wird dann 83. Das kriegen wir doch locker hin. Hier, stellen wir Merle Froms ins Tor. Was sagt man? Die 85 geritzt. Und jetzt brauchen wir nur noch 83 Gesamt. Hier, keine Ahnung,
Romagnoli brauchen wir auch nicht. Irgendeine Engländerin brauchen wir noch. Da, Otamendi. Da sind wir froh, bei 84. Hier in dem Trippier. Trippier bei 83. Können wir noch einen 82er aufstellen. Stellen wir hier Schmidt rein. Linksverteidigung nehmen wir Nuno Mendes einfach her. So, jetzt sollten sie 83 haben. Ja, egal, stellen wir Sancho hin. Sturm. Schick. ZOM. Mairi. Und dann können wir da nochmal eine 83 hinstellen. Mit Prasnika. Hier, zack, 83. Absenden. Und jetzt schaut euch bitte mal dieses Rating an, was wir jetzt gleich kriegen. Von Ashley Neville. Also das sind halt so versteckte Sachen, wo ich sage, Alter, die kann alles spielen. Die kann offensiv spielen, die kann defensiv spielen. Das ist eine fucking All-Star-Waffe. Die Frisur, darüber kann man streiten. Ein bisschen was von Star Trek. Aber, sorry, bei den Werten. Keine Ahnung, du kriegst eine rote Karte, du kriegst eine rote Karte. Scheiß drauf. Lass es Innenverteidigerin spielen. Die hat alles, was man braucht. Also, da braucht man nicht zum Diskutieren anfangen. Da haben wir gute Verstärkung jetzt gemacht. Weißt du, selbe Karte fast genauso gut, brauchen wir hier 10-mal mehr Sachen. Also, keine Ahnung. Muss man irgendwo so Kirche schon mal im Dorf lassen und sagen, okay, die Karte, die ist sau stark. Girassi ist auch eigentlich geschenkt. Aber ja, da haben wir, glaube ich, jetzt gut was mitgemacht. So, Transfermarkt aufrufen. Transferliste haben wir bestimmt, glaube ich, gerade sagen. Oh, haben einige verkauft. Aber einige warten auch noch. 118.000. Wie gesagt, die Münzen, die sparen wir uns jetzt einfach, weil wir kriegen eigentlich relativ gute Sachen zusammen. So, Transfermarkt. Jetzt müssen wir natürlich mal kurz schauen, was Centurion-mäßig da eigentlich am Ende unterwegs war jetzt für Bundesliga und für Vargas. LMRM. Ist natürlich nice. Andrich. Hat aber keine Chance gegen Germany. Reyer ist ein Linksverteidiger. Da haben wir Grimaldo. Also hinfällig. Da kam, glaube ich, nichts. Ich nehme alles zurück. Oh mein Gott. Pop, Alter. Auf die Kandidatenliste. Ja, Korea ist jetzt auch nicht unbedingt das, wo ich sage, geil. Aber Alex Pop. Und dann noch Olga Carmona. Da war nichts. Okay, gut. Grimaldo. Ich weiß nicht, dass der jetzt mittlerweile zwei Team of the Week bewegt hat. Die 87 als auch die 86. Vor allem die 86 ist jetzt relativ ersteigerbar für uns.
Würde mich jetzt interessieren, wie hoch die Karte geht. Wenn die natürlich kriegen würden für 65.000, sage ich nicht nein. Was ist denn hier gerade passiert? Was ist denn hier gerade passiert? Also ich meine, die Karte ist schon nicht schlecht. Aber die ist ja noch mal ein Stück besser. Krass. Okay, geil. Ja, wir haben gerade 87 Grimaldo gesnackt. Ja, habe ich nicht kommen sehen. Habe ich nicht kommen sehen. Joao Cancelo, ja, das ist natürlich... Boah. Preismäßig andere Kategorie, gleich mal 100.000. Wäre natürlich nice, wenn wir den noch kohlen könnten. Ich muss es tatsächlich trotzdem kurz schauen. Bei den SBCs. Nicht bei den SBCs, bei den Evolutions. Ob da Pop auch reinfallen würde. Das wäre natürlich eine absolut krasse Geschichte. Weil das wäre 92 Pop. Wir reden hier von 92 Pop. Und da muss ich dann schon sagen, probieren sollten wir es. Ob es klappt, ist eine andere Geschichte. Ich meine, wir haben jetzt noch keine Karten aufgemacht und wir haben schon. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Wir haben Grimaldo. 87. Wir haben nur noch 2000 Münzen, ist mir gerade scheißegal. Weil ich glaube, dass wenn wir jetzt hier auf Evolutions gehen. Na, oh, Voraussetzungen. Na, ah, okay. Shit happens, shit happens. Ich habe die 85 nicht gesehen, das ist natürlich schade, klar. Aber ja. So, dann haben wir jetzt hier ein paar Packs zum Öffnen, würde ich sagen. Einzeltraff Token, wir haben einen Haufen Token. Die kann ich eh nie ein, ich spiele nicht so viel FIFA. Ich mache meine drei Spiele die Woche und das war's eigentlich. Gold Premium Booster Pack, fangen wir mal damit an. So. Team of the Week, Bio, nice. Untauschbar. Aber das ist okay. Nehme ich trotzdem gerne an. Aus dem Grund sollten wir jemals wieder eine Ding-Karte brauchen. Ist das eigentlich ganz nice? So, Gold Premium Booster Pack, die nächste. Man City. Kovacic. So, was haben wir jetzt noch? Gemischtes Spielerpack. Ja, machen wir das da.
bin immer noch überlegen, ob wir Julia Green nicht doch dieses Ding geben sollen, einfach mal zum Testen. Auch wenn sie nicht spielen wird, aber vielleicht kriegen wir sie online ja mal hin oder so. Ja. Es ist gerade so mein Gedanke. Schon mal probieren mit dem Goldpack, schauen wir mal. Ein Nasser. Genau, Kopfschütteln. Ramsdale haben wir auch noch gezogen. Laporte, den Kasperl haben wir eh doppelt. Alejandro Garnacho auch. Wundervoll. Also wie gesagt, ich würde die Evolutions ja wirklich gerne machen, aber es lohnt sich halt nicht, die Evolutions zu machen, wenn sowieso automatisch nach 2-3 Spielen automatisch abgebrochen wird. So, und du kannst mal sowas von schnell in den Verkauf, weil dich will ich ja nicht mal in der Mannschaft haben. Also nicht mal im Verein irgendwo rumliegen haben. So. Megapack, seltenes Megapack. Fangen wir damit an. Das sind natürlich drei große Packs, die wir bekommen. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Napoli, Rechtsverteidiger. Di Lorenzo. 85. Megan Rapinoe. Ja, Madrid-Choreo können wir uns mal behalten. So, seltenes Megapack mit 30 auf 30. Innenverteidiger, Argentinien, Manchester United. Das ist Lisandro Martinez. Haben wir anscheinend auch schon mehrfach. So, Premier League, Bundesliga können wir halten. Liga F kann weg, Bilbao kann weg, Lyon kann weg, du kannst weg, du kannst sowieso weg. Martinez haben wir mehrfach. Acerbi, André Silva, Matthias Reis, Barco. Da scheinen wir mehrere mehrfach zu haben. Und wenn sie eh untauschbar sind, dann weg damit. So, und jetzt haben wir noch dreimal 83 plus. England, Rechtsverteidiger. Liverpool, das ist Trent Alexander-Arnold. Mal wieder. Zum 100.005. Mal. Ja, genau. Das passt aber richtig gut, dieses bin wieder da. Ja, und du bist so oft wieder da, dass wir dich wieder in den Schnellverkauf packen müssen. Das ist ärgerlich, Junge. Das ist wirklich ärgerlich. Ikonische EP. Oh, Spezialdinger. Haben neue Trikots bekommen. John, das sieht sehr cool aus. Promo-Packs, klassische Packs. Nee, Promo-Packs müssen wir uns anschauen. 1000 Saison statt seltener Goldvorrat. Nee. Seltenes Profi-Pack? Nee. Profi-Pack Plus? Nee. Jumbo-Seltenes Profi? Dreifache Gefahr-Grundlagen-Pack? 33 seltene Gold-Profis. 3 garantiert mit 84 Plus und ein dreifache Gefahr-Hero-Wahl? 1300. Ja, na gut. Wie gesagt, wir haben ja 1500. Haben wir ja mehr oder weniger pro Woche. Wir haben jetzt noch 3 Wochen. Das ist richtig für 3 Wochen. 2 Wochen, 3500. Das passt. Oh, wir kriegen Bright und Gregor Kobel. Doppelt gleich. Team of the Week. Und dann noch ein Team of the Week. Niakite, Nandosi. Kobel haben wir halt mehrfach doppelt. Clara Bühl. So, und wer kommt hier noch raus? Fernando Morientes, schade, den hätte ich schon mal gern getestet, dieses Mal wieder, aber ja, wird leider nichts. So, das ist natürlich ärgerlich, dass wir da so viele von euch gleich doppelt haben. Aber das wird jetzt immer häufiger vorkommen, befürchte ich. Das Gute ist, wir haben am Ende des Jahres einen Haufen Spieler übrig, die wir eintauschen können. Das ist Fakt. So. Was ich jetzt noch schauen wollte, genau, Evolutions. Ich habe es ja vorhin gesagt, wir sollten es zumindest dann probieren. Centurions, Toriakt, ja, das können wir lassen. Da wird nichts draus. Verteidigung.
nie gemacht, den das haben wir gerade gezogen. Nee. Da wird auch nichts draus. Springen wir rüber auf die nächste Seite. Ja, da hätten wir gerne, aber wie gesagt, Pop ist da leider nicht qualifiziert für. Aber hier hätten wir jemanden, die sich qualifiziert für. Evolution erhalten. Und somit können wir Julie wieder mit ins Team aufnehmen. So, Teamaufstellung. Müssen wir jetzt eh ein bisschen was ändern. Wie gesagt, das ist so. Wir haben Gnabry drin. Dorosun. Georgia Stanway. Ist von den Ratings her besser als Koke. Deswegen an den Verein schicken. Und das erste, was wir da mal reintun, ist Alex Pop. Die sich aber richtig schwer tut gegen die Alter. Das hätte ich nicht gedacht. Gut, morgen ja. Aber gegen den Rest, das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich nicht gedacht. Dann tut es mir ehrlich gesagt leid. Weil wir mal Verlust machen. Aber wir kriegen zumindest ein paar tausend Coins wieder zurück. Gute Reise. Gute Besserung an den Herrn Grimaldo. Denn der Herr Grimaldo wird von sich selbst ersetzt. Kann man machen, oder? Kann man mal, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Kann man mal machen, weil Chemistry Style, du brauchst eigentlich einen Sentinel. Wobei, der Enker macht es auch, glaube ich. Wollte gerade sagen, der macht es auch. Macht ihn noch ein bisschen schneller, als er davor war. Das ist immer gut. Genau. Georgia Stanway an den Verein schicken. Jetzt sind wir soweit. Georgia Stanway raus. Könnte Kevin Trapp sowieso mal mit reinnehmen. Dosun. Wir müssen mal schauen, ob wir mittlerweile eine Innenverteidigerin haben, die vielleicht besser ist. Neville kommt auf jeden Fall rein. Huitema wollte ich eigentlich auch mitnehmen. Huitema ist besser als Sané. Fuck my life, Alter. Das ist ja nicht normal. Die braucht ein Dead Eye. Die braucht ein Dead Eye. Tut mir richtig leid für Kammerwinge. Von Herzen, aber gegen die hat er keine Chance. Genau wie Sané gegen die keine Chance hat.
Egal, stellen wir einen Trab hin. Hat 87 Rating, schaut cooler aus. Genau, heute machen wir da auch noch drin. Der müssen wir sowieso einen Catalyst geben. Neville kriegt auch einen Catalyst. Du kriegst einen Anchor. Zweimal Catalyst für die Neuzugänge. Was boosten wir bei dir eigentlich? Tempo, Schuss und Physis, wenn du spielen würdest. Sehe ich, ja. Das passt. Tempo und passen theoretisch. Und bei den anderen auch Tempo und passen, ja. So. Dann holen wir doch die zwei noch. Ach so, scheiße. Das ist die Frage, ob wir das uns überhaupt leisten können gerade, gell? Das ist eine gute Frage. Chemistry Styles. Ja, easy. Dann gehen wir Grimaldo vielleicht doch noch sein Sentinel. So. Und dann haben wir, glaube ich, in dieser Mannschaft ordentlich aufgerüstet. Halleluja. Genau, ordentlichen Defensiv- und Physis-Boost. Ja, und jetzt schaut das schon ein bisschen anders aus. Jetzt schaut das schon ein bisschen anders aus auf dem Papier. Wie gesagt, zum Einwechseln reicht es locker. Vertrag. So, jetzt müssen wir uns, was wir noch jetzt anschauen müssen. Stopp, nee, das meine ich nicht. Trikonummern. So, nee, hat die 9. Die kannst du abbauen. Heute mal die 21. Hat heute mal die 9 eigentlich? Ich glaube schon. Ja, heute mal hat eigentlich die 9. Dann kriegt sie auch die 9. Hat Götze, weil seine Nummer nicht frei ist, oder? Doch, die 31 ist, womit die 31 frei? Wenn irgendjemand rausgehauen, der die 31 hatte. Das würde für dich deine ehemalige 25 aus der Nationalmannschaft freimachen.
13, 9, 25, 31. Welche Nummer hat Ashley Neville? Bei Tottenham die 29. Die ist bestimmt besetzt. Hat irgendjemand bei uns die 29? Eigentlich nicht. Warum ist Saka? Haben wir nicht. 29. So, wer ist noch neu? Sané? Nee, heute mal. Trapp die 16, das passt. Nee, passt. Ah, Grimaldo. Welche Nummer hat Grimaldo? Die 20. Die 3 beim Benfica. Der Junge hatte bei Benfica die 3. Glückwunsch, dann kriegt er hier die 3. Passt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, und dann haben wir jetzt, glaube ich, wieder eine richtig starke Mannschaft auf dem Platz stehen. Vor allem ein paar Spielerinnen dazu gekriegt, wo ich sage, die haben Werte. Das ist, ja, da träumen manche von. Vor allem Ashley, die wirklich, die überall einsetzbar ist. Das ist eine Allrounder-Karte mit Hocheinsatz. The fuck, die kannst du überall einsetzen. Wenn du hier rot kriegst, setze ich die in Innenverteidigung rein. Das ist mir scheißegal. Die spielt wahrscheinlich besser als die zwei in der Innenverteidigung, die jetzt gerade dran stehen, so ungefähr. Also das muss man echt auf dem Schirm haben. Das ist echt heftig. Das ist wirklich, wirklich heftig. So, das Einzige, was ich jetzt noch schauen wollte eigentlich. Ehrlich, diese ganzen Live-Spieler-Objekte. Weg damit. Die sind mir so ein Dorn im Auge, weil wir da so viele von haben. Ja, es sind nette Karten, aber ich will mich nicht an Karten gewöhnen, die mir dann im Endeffekt nichts bringen, weil ich sie nie spielen kann. Das ist toll, dass die Karten gibt. Wirklich, wirklich ehrenwert. Wirklich klasse, Weltklasse sogar. Aber für mich eher nervig, weil ich dann nicht weiß, was ich praktisch noch übrig habe. Die Vorstellung, dass wir Cristiano Ronaldo haben und Ronaldo bei uns noch nicht mal irgendwo, weiß ich nicht, in der ersten oder generell in der Mannschaft drin ist, sondern einfach nur irgendwo auf der Bank verreckt. Und noch nicht mal auf der Bank eigentlich, sondern eigentlich auf der Tribüne verschimmelt. So, und jetzt haben wir einen Überblick, was wir noch haben. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das ist ja auch eine mega klasse Karte, Klaus. Da würde ich sagen, das ist eine Karte, die kannst du aufstellen, eben statt Julia Gwynn. Kann man weniger brauchen, wie gesagt, im Notfall, falls einer von euch was Böses verbricht. Und dann passt das ganz gut, würde ich sagen. Aber du kannst notfalls, glaube ich, auch als Stürmer spielen. Nee, kannst du nicht. Aber Gnabry kann es, glaube ich. Irgendeiner von euch kann es. Und Götze, wie gesagt, der wird jetzt dann bald Coman übernehmen auf der Seite, glaube ich. Aber wie wir unter der Woche spielen, sehen wir dann ja erst morgen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sagt schon mal vor, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüssikowski, bleib gesund. Wir sehen uns.